Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Wohnzimmerdebatte des Goethe-Instituts Budapest. In diesem Format haben wir immer einen Gast aus Deutschland und einen aus Ungarn, die sich über aktuelle Themen unterhalten, debattieren, diskutieren. Wir werden sehen, wie das heute Abend funktioniert. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir aus Deutschland Hartmut Rosa heute Abend bei uns haben. Wir hatten eben schon gewitzelt, dass er mit seiner langen To-Do-Liste ein etwas unsicherer Kandidat für uns war, aber dann doch sehr schnell zugesagt hat. Hartmut Rosa ist Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt und lehrt Soziologie in Jena. Heute ist er, ich weiß nicht, ob aus seinem Wohnzimmer, aber zumindest aus seiner Dachkammer im Schwarzwald zugeschaltet. Und er ist überhaupt, zumindest in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, ein sehr gefragter Gast, weil er als Soziologe sich eben durchaus auch zu aktuellen Fragestellungen äußert, wo insbesondere da, wo noch sehr viel Unsicherheiten auch bestehen, wo die Reise hingeht, wo sich ja manche Wissenschaftler nicht trauen, weil ihnen vielleicht dann nach 2 Jahren gesagt wird, ja, da hast du dich aber geirrt. Am bekanntesten ist er, glaube ich, durch seine Arbeiten zur Beschleunigung unseres Lebens und auch zur Frage der Resonanz. Aus Ungarn begrüße ich Mihály Vajda. Er ist Philosoph. Er war ein Lukács-Schüler, ein Weggefährte von Agnes Heller. Er hat viel über den Staat auch gearbeitet, den faschistischen wie den sozialistischen. Und hatte er einen Lehrstuhl an der Universität Debrecen bis zu seiner Emeritierung. Ich habe auch gehört, dass er eine Ehrendoktorwürde dort bekommen hat 2007, die er 2017 wieder zurückgegeben hat, als Putin dort als Ehrenbürger der Universität benannt wurde. Sie sehen, wir haben 2 Generationen von Wissenschaftlern. Der eine ist in tiefsten Westdeutschland sozialisiert, würde ich sagen, an der Grenze zur Schweiz und Frankreich. Der andere hat den Zweiten Weltkrieg noch erleben müssen und ist dann vor allem eben im Sozialismus aufgewachsen und war auch Dissident. Ja, das Thema heute heißt nach wie vor, was soll der Staat, was kann der Staat? Und wir wollten eigentlich zurückblicken etwas auf die 2 Jahre Corona-Krise und auch fragen, kurzes Resümee ziehen, sie ist ja noch nicht vorbei, was haben wir bisher gelernt? Und wurden, glaube ich, alle jetzt von der Geschichte überholt. Heute, vor genau 4 Wochen, hat die russische Armee die Ukraine angegriffen. Wir befinden uns immer noch im Krieg, also auch nach 4 Wochen. Viele waren, glaube ich, der Meinung, insbesondere auch die russische Armee, dass das vorbei sein könnte. Man spricht auch von einer Zeitenwende. Das heißt, ich denke, wir haben heute noch ganz andere Fragen zu diskutieren, wobei ich dennoch glaube, dass einiges auch mit der Corona-Krise verbunden werden kann. Nämlich, ich denke, eine Sache, die uns alle im Moment sehr beschäftigt, ist, dass viele Menschen wieder Angst haben. Natürlich ist der Überfall auf die Ukraine vor allem für die Ukrainer im Moment eine traumatische Erfahrung. Aber auch in den Anrainerländern merken wir, die Leute haben Angst um ihr Leben. Sie haben Angst vor einem Atomkrieg. Und das Ganze nach 2 Jahren Corona-Krise, wo auch schon viele Leute Angst hatten um ihr Leben, um die Frage, wie funktioniert eigentlich mein Gesundheitssystem und so. Deswegen würde ich gerne erstmal unseren Gast aus Deutschland fragen, was macht diese Angst mit uns? Und was macht sie aber auch mit unserem Verhältnis zum Staat, der ja jetzt eine ganz neue Macht schon während der Corona-Krise gewonnen hat und auch jetzt nochmal sehr schnell und sehr entschieden handeln muss? Ich glaube, was passiert ist in den ganzen, eigentlich würde ich sagen, spätestens seit 2008,
ist eine zunehmende Verunsicherung über unsere, eigentlich über unser in der Welt sein, über unsere Beziehung in der Welt, weil wir viele Sicherheiten verloren haben. Philosophisch würde ich sagen, wir haben wachsende ontologische Verunsicherung erfahren. Und das heißt, ja, weil wir hatten 2008, die Finanzkrise hat uns irgendwie deutlich gemacht, oh, die Wirtschaft kann ziemlich schnell zusammenbrechen. Ja, die Stabilität unseres Geldes, unseres Einkommens, unserer Kaufkraft kann ganz schnell verloren gehen. Dann kamen solche Dinge wie Brexit und Donald Trump in den USA, die gezeigt haben, oh, Europa wächst nicht immer mehr zusammen und wird sozusagen immer integrierter. Das kann auch wieder auseinanderfallen mit ganz unvorhersehbaren politischen Konsequenzen. Und die stabile Verlässlichkeit der Vereinigten Staaten ist vielleicht so stabil nicht. Da kann allerhand passieren. Und Covid, die Pandemie, hat es nochmal auf eine neue Stufe getrieben. Von heute auf morgen schließen sich Grenzen, schließen Geschäfte, werden wir auf unseren Wohnort eingesperrt, sowas wie Ausgangssperren gab es seit dem Zweiten Weltkrieg fast nicht mehr oder sehr lange nicht mehr. Und noch schlimmer, das Misstrauen ist richtig körperlich geworden. Ja, der andere kann zur tödlichen Bedrohung werden. Ja, also dem anderen die Hand zu geben, kann tödlich sein, ihn zu umarmen erst recht. Das verunsichert unser in der Welt sein völlig und übrigens auch, und jetzt kommt was Interessantes ins Spiel, was ich glaube, dass die Angst durch Covid von der Angst vor Putin unterscheidet. Weil bei Covid war eigentlich die Unverfügbarkeit der Welt und auch unsere Ohnmacht dergestalt, dass wir das Virus ja nicht einmal sehen oder hören oder schmecken oder fühlen können. Es war eine unsichtbare, unhörbare, unriechbare Bedrohung da draußen. Hier in der Luft könnte eine tödliche Bedrohung sein. Und ich glaube, die Ukraine-Krise, die wir gerade erleben, ist jetzt eine andere Form ontologischer Verunsicherung. Der Krieg kann zurückkehren mitten nach Europa. Ehrlich gesagt, das hatten wir auch schon in der Jugoslawien-Krise gesehen. Wir haben es nur auch schnell wieder vergessen und natürlich auch im Irak. Das war nicht mitten in Europa, aber es war ein großer Krieg und auch in Afghanistan. Also wir täuschen uns auch ein bisschen, wenn wir das zu schnell als Zeitenwende beschreiben. Ja, weil dass es Krieg in der Welt gibt, ist nichts Neues. Nur für Europäer vielleicht im Moment eine neue Erfahrung. Aber trotzdem, da bricht Sicherheit, Verlässlichkeit im Blick auf die Welt jetzt dramatisch zusammen. Allerdings ist es so, dass während die Covid-Krise die Verunsicherung auch nach innen gelagert hat, ich weiß nicht, wem ich trauen soll. Ist Impfung eine Lösung? Ist Impfung keine Lösung sozusagen? Ist das Virus vielleicht schon in mir? Ist es in dir? Ist es da draußen sozusagen? Ist es wirklich gefährlich? Das hat ganz viel auch kognitive Verunsicherung mit sich gebracht. Und der Ukraine-Krieg, der neue Krieg, glaube ich, so schrecklicher ist. Und es ist ein furchtbares Kriegsverbrechen. Und Krieg ist ungefähr das Schlimmste. Seit ich Jugendlicher war mir das immer ein ganz wichtiges Thema und auch etwas, wo ich sagen möchte, nie wieder. Und deshalb will ich das kein bisschen kleinreden. Aber der Unterschied ist, plötzlich scheint den allermeisten von uns gut und böse ganz klar zu sein. Ja? Und der Feind oder die Bedrohung hat einen Namen, ja? Wladimir Putin, ja? Der seine Armee schickt. Und wir haben das Gefühl, wir können etwas tun. Wir können Waffen liefern, wir können Waffen herstellen, wir können demonstrieren, wir können Flüchtlinge aufnehmen. Ich glaube, das schafft vielleicht sogar wieder ein Stück psychologische Sicherheit. Ich weiß wieder, was wirklich gefährlich ist und was vielleicht wirklich gut wäre und wo ich hin will. Deshalb würde ich sagen, die Krisen haben ganz unterschiedliche Folgen und zum Teil natürlich auch unterschiedliche Ursachen. Ich würde gerne an Michael Reuter insofern auch weitergehen. Das ist mit der Frage der Sicherheit, aber vielleicht doch auch ein sehr westeuropäisches Narrativ. Also wenn ich mir Ostdeutschland anschaue oder eben auch Budapest, ich meine, da war die Sicherheit 89, auf einmal wurde einem der Boden weggezogen, im Positiven wie im Negativen, und es war was ganz anderes. Michael, wie sieht das aus deiner Perspektive aus? Naja, das ist kompliziert. Was der Herr Rose gesagt hat, das war so im Allgemeinen und als ob er die ganze Stimmung in Deutschland oder ganz Westeuropa, ich weiß es nicht, worüber er eben gesprochen hat. Ich kann darüber
nichts äußern. Aber eins ist für mich sicher, unsere Lage hier in Ungarn, und ich spreche jetzt ausschließlich über Ungarn und nicht über Osteuropa und über die ehemaligen sogenannten Satellitenstaaten. Hier ist alles ganz anders und ich kann alles nur sehr vorsichtig formulieren. Ich weiß es nicht, zum Beispiel, wie die ganze Covid-Geschichte bei den Menschen außer Budapest auf dem Lande eine Echo hatte. Ich kenne mich nur in meiner engeren Umgebung, die Budapester intellektuellen Umgebung aus und nur darüber kann ich etwas Eindeutiges, auch nicht Eindeutiges, das ist nicht meine Art, Eindeutiges zu sagen überhaupt. Aber das weiß ich, dass wir weniger die Angst, sondern eben diese Isolierung, was für uns so absolut schwer gefallen war. Plötzlich, wir bewegten uns in der ganzen Stadt, natürlich nicht mit allen Bewohnerschichten, aber mit den intellektuellen Schichten, aber ich habe auch Kontakte mit Debrecen, mit Szeged und so weiter und so fort, auch persönliche Kontakte. Und das war für mich unheimlich wichtig. Und plötzlich, vor 2 Jahren, waren diese Kontakte abgebrochen und was ich gefühlt habe, und das habe ich per Telefon oder ab und zu haben wir uns auch persönlich gesehen, mit Freunden und Bekannten besprochen, diese totale Isolation, dass wir so etwas ganz Ungewohntes, dass ich nicht plötzlich an alle Orten gehen kann, wo ich mich was interessant finde. Und das alles war für mich auch etwas psychisch schwierig. Keine Angst. Ich hatte keine Angst vor dem Virus. Ja, ja gut, ich mache, was gemacht werden muss. Und ich war fast ganz sicher, dass ich die Krankheit nicht kriege. Habe ich auch nicht gekriegt. Jetzt habe ich schon 4 Impfungen und jetzt fühle mich ganz sicher, ob das wahr ist oder das wirklich so ist, dass ich mich wirklich so... Und jetzt vor dem Krieg in der Nachbarschaft, also wir sind ja hier nochmal eine ganze Ecke näher dran. Wir haben 500.000 ukrainische Flüchtlinge im Moment. Ja, aber der Krieg ist was anderes. Da ist nicht, da ist was für mich was Katastrophales. Natürlich hat der Herr Rosa recht, dass es in den letzten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg auch immer wieder Kriege überall in der Welt waren und nicht so sehr weit von uns, Jugoslawienkrieg. Aber Jugoslawienkrieg war schrecklich und war etwas ganz Schlimmes, dass Leute da einander töten und nicht mehr miteinander wirklich normal kommunizieren können. Aber die Angst, dass das auch uns betrifft, physisch, dass der Krieg auch zu uns kommen könnte, dieses Gefühl hat man hier nicht. Jetzt haben wir das Gefühl, wir wissen überhaupt nicht, was der Herr Putin überhaupt machen möchte, was er will, warum, ja gut, will er das alte russische Imperium wiederherzustellen oder will er, dass die Grenzen des
Ostblocks bis zu der Grenzen und alles erobern. Oder, und das Schlimmste ist, wir haben sehr viel darüber gehört, dass er ganz offen darüber spricht, ja, wir, die Russen, sind anders. Westeuropa ist was verrotten, was ganz absurd, und wir wollen das nicht haben. Und manchmal in meinen schlechtesten Träumen kann ich mir auch vorstellen, dass er auch weitergeht. Jetzt, Gott sei Dank, nicht mehr. Ich sehe, dass seine Kräfte nicht so stark sind, wie er das oder die Russen, weiß ich nicht, was heißt Russen, das weiß ich nicht, er und seine Umgebung gedacht hat. Ich bin fast sicher, dass er meinte, er kann die Ukraine in 2 Tagen erobern, wieder an das Imperium anschließen. Das gehört uns natürlich, gehört immer schon zu uns und so weiter. Und hat so, ich weiß nicht, was er in seinem Kopf hatte, Gott sei Dank bin ich nicht in seinem Kopf, aber kann sein, dass er daran dachte, ja, wie die Deutschen damals Österreich erobert haben, erobert, ganz ohne Schwierigkeiten sind reinmarschiert, um die Österreicher, die später gesagt haben, dass sie total unterdrückt waren und so weiter, haben sie sehr, sehr begeistert begrüßt. Ob er das hatte oder er kennt sich in der Welt so aus oder er ist so ein engstirniger Russe, ein engstirniger Populist oder was, russischer Populist, das weiß ich nicht. Ich kenne ihn nicht. Er war ein sehr harter Kommunist. Er war in Deutschland, natürlich in Dresden, der Hauptfigur in der NKWD damals. Ich weiß es nicht, was er will. Und diese Unsicherheit, wir wissen es nicht. Und wir haben keine Mittel in unseren Händen, wenn er kommen will. Wir wollen keinen Krieg, was jetzt auch unser Führer auch sagt, dass wir wollen keinen Krieg. Aber er hat nicht mit seiner Putin-Freundschaft, in seiner Putin-Freundschaft hat er nicht auch nicht selbstkritisch oder kritisch oder nichts gesagt. Nur plötzlich ist er ein Freund Frieden und Friedlichkeit. Aber das ist ja vielleicht etwas, was Hartmut Rosa auch meinte. Der Unterschied ist ja etwas, Gut und Böse ist wieder etwas einfacher, auch wenn natürlich auch hier Herr Orban enge Beziehungen zu Putin hatte und möglicherweise hat. Das kennen wir auch aus Deutschland. Ich meine, es ist in den letzten Jahren ja eher selten gewesen, dass deutsche und ungarische Positionen sich ähnelten. Jetzt in Frage der Energieversorgung hört man das aus Ungarn in gleicher Weise wie aus Deutschland. Das finde ich ganz interessant. Das heißt, in der Beziehung, ich würde tatsächlich Hartmut Rosa zustimmen, dass es eine in der Beziehung eine Sicherheit gibt. Und auf der anderen Seite finde ich es trotzdem sehr interessant. Es ist ja eine absolute Ausnahmesituation, wo wir wieder mit einem Staat konfrontiert sind, von dem wir auch erwarten, dass er handelt und handeln muss. Aber er handelt unter totaler Unsicherheit. Und zumindest in Deutschland erleben wir im Moment eine Kehrtwende in vielen Beziehungen. Das wird ja gerne kolportiert. Wir haben ein
Wirtschaftsminister der Grünen, der jetzt nach Katar gehen muss, um Öl betteln, sage ich mal. Wir haben eine grüne Außenministerin, die im Prinzip Militärdiplomatie macht. Was können wir schicken? Das ist ja schon was ganz Neues. Und wie definiert das unsere neue Beziehung möglicherweise? Ich würde erst noch gerne von Hartmut Rosa hören, was er sagt. Ich möchte ganz kurz zu dem, was Herr Woider am Anfang gesagt hat. Ich verstehe das, was ich tue als Soziologe, als auch sozialphilosophisch denkender Mensch, eigentlich nie so, dass ich behaupte, es zu wissen, weil Sie am Anfang gesagt haben, wie kann man für die ganze westliche Welt oder für die ganze Welt oder auch nur für die ganze ungarische Gesellschaft sprechen. Die Art, wie ich Philosophie betreiben will, ist, dass ich nicht das Wissen verkünde, sondern einen Deutungsvorschlag mache, dass ich sage, ich glaube, ich habe den Eindruck, dass wir die Welt so erfahren. Und dann freue ich mich, wenn Leute auch widersprechen und sagen, nee, ich nehme sie anders wahr. Ich glaube, so entsteht für mich dann auch gemeinsames Nachdenken. Also ich glaube, das ist auch das, was wir heute tun. Man tauscht Deutungen, Deutungsvorschläge aus und schaut, sind die aus ungarischer Perspektive, aus deutscher Perspektive, aus anderer Perspektive plausibel oder nicht. Das ist mir irgendwie wichtig, weil ich natürlich über solche Fragen kann man nicht mit dem Anspruch des Wissens reden, sonst sind wir schnell fertig. Aber auf die Frage nach dem Staat, ich finde tatsächlich, da ist auch interessant, sich Covid anzuschauen und die gegenwärtige Lage jetzt, wie reagieren wir auf die Ukraine. Ich glaube sogar, dass in beiden Hinsichten was sehr Interessantes passiert ist, dass nämlich der Staat wieder zum Handlungszentrum wurde. Ich glaube, das war tatsächlich auch in der Corona-Krise, in der Covid-Krise so, dass nämlich, also es gibt viele soziologische Theorien, besonders bekannt ist die sogenannte Systemtheorie. Niklas Luhmann ist da der Hauptvertreter, und auch seine Nachfolger, die irgendwie sagen, es gibt in der modernen Gesellschaft kein Handlungszentrum mehr. Einer seiner Nachfolger, Armin Nasehi, der behauptet, es gibt nicht mal mehr eine Veto-Möglichkeit. Es gibt niemand, der sagen könnte, wir fliegen weniger zum Beispiel, ja, oder wir schließen Grenzen oder so etwas. Und die Covid-Krise hat schon gezeigt, der Staat ist ganz schön handlungsfähig, ja, wenn wir wollen. Das ist ja auch die politische Gemeinschaft. Wir können politisch handeln. Von einem Tag auf den anderen haben wir 95% des Flugverkehrs angehalten. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Es war ja nicht das Virus, was die Flugzeuge angehalten hat. Es waren politische Entscheidungen. Sie haben Produktion angehandelt. Ich weiß nicht genau, wie die Lage in Ungarn war, aber in sehr, sehr vielen Staaten all über die ganze Welt, bis hin zu diesen Lockdowns. Sie haben nicht nur die Wirtschaft beeinflusst, den Verkehr angehalten, die Grenzen geschlossen, die Fußballspiele verboten, die Universitäten und Schulen zugemacht. Sie haben in das Privatleben der Menschen hineinregiert. Der Staat hat plötzlich gesagt, du darfst nicht mehr hinausgehen oder wenn du hinausgehst, musst du eine Maske tragen. Das heißt, wir haben, und übrigens, nicht nur das, sondern er hat auch wirtschaftlich unerhörte Dinge getan. Ja, plötzlich Unsummen an Geld freigemacht und zum Teil sie einfach verteilt in den USA oder in Spanien zum Beispiel. Hat Forschungsprogramme zum Teil vorgeschrieben. Also was ich meine ist, wir haben plötzlich einen starken, handlungsfähigen Staat erlebt. Und jetzt in der Ukraine-Krise ist es irgendwie, das muss man sich nochmal überlegen, das sieht man auch erst, was passiert. Ich meine, Sie haben Deutschland erwähnt, ist schon auffällig, ja, dass die eine 180-Grad-Kehrtwende, sagte unsere Außenministerin. Ich muss zugeben, dass ich die Kehrtwende nicht so richtig sehe. Ich meine, weil de facto ist es ja so gewesen, dass wir schon bis jetzt die NATO-Staaten zusammen haben jedes Jahr 20 Mal mehr Geld für Rüstung ausgegeben wie die Russen. Ja, 20 Mal mehr. Wenn wir das jetzt auf 40 erhöhen, sehe ich nicht, wie man das als eine außenpolitische Kehrtwende beschreiben kann. Und es ist ja auch nicht so, dass wir bisher nie Krieg geführt hätten. Wir haben Krieg in Afghanistan geführt und in Mali. Und Irak war eine große militärische Herausforderung, an der Ungarn, soviel ich weiß, beteiligt war, zum Beispiel. Deshalb finde ich ich glaube, wir sollten nicht zu schnell immer Zeitenwenden proklamieren. Also da muss man schon genau hinsehen. Aber was schon stimmt, ist, dass auch in dem Fall der Staat zum zentralen Akteur wird, ja, zum handelnden Akteur und auch zu einem, der sich selber wieder ermächtigt. Und ich glaube, da steckt auch eine Chance drin. Auch weil ich bin kein Anhänger der neuen Rüstungspolitik. Ich glaube, so schrecklich Putin ist, da würde ich, glaube ich, Herr Woider auch zustimmen. Ich glaube, das Gute an der Tragödie ist, dass man sieht, diese hochgerüstete, brutale Armee
kommt nicht weit, ja, wenn Menschen entschlossen Widerstand leisten. Weil diese Erfahrung hat auch die NATO gemacht in Afghanistan. Wir haben verloren. Die haben die Amerikaner eigentlich auch im Irak gemacht, weil eigentlich haben wir den Irakkrieg auch verloren. Das Land ist zerstört und die politischen Bedingungen sind sehr, sehr unförderlich für alle. Und deshalb bin ich nicht unbedingt großer Anhänger von Rüstungspolitiken, aber ich glaube in dieser Erfahrung, wir können gemeinsam politisch handeln, auch solidarisch sein. Da steckt eine große Chance, da würde ich direkt ein gewisses Hoffnungspotenzial daraus ziehen. Herr Wolder, haben Sie dieses Hoffnungspotenzial in den Staat auch? Hoffnungspotenzial im Staat bei uns? Das ist schwierig, so was zu sagen. Der Unterschied ist jetzt absolut klar zwischen dem Westen und zwischen, ich würde nicht sagen, zwischen den ehemaligen Satellitenstaaten, die sogar in dieser Visegrad-Gruppe sind die anderen anders als Ungarn, aber in Ungarn, dass jetzt erst recht wir erfahren hätten, dass der Staat so eine kräftige Betätigungsfeld hat. Nee, dass seitdem unser Herr Orban an der Macht ist, der zeigt, dass ja, der Staat ist die Mitte der ganzen Gesellschaft. Die Gesellschaft kommt nicht zu. Etwas zu sagen. Wir bestimmen die ganze Lage in dem Land. Und in diesem Sinne, was Sie Falsches oder eben nicht nur Falsches in der Corona-Sache gemacht haben, einerseits. Und ja, jetzt über den Krieg, das muss ich so getrennt behandeln, weil da ist etwas ganz Unklares geworden, in dem Sinne, dass bisher war Ungarn in der ganzen Politik, und das ist die Politik des Staates, und ich kann nicht über die Politik von Ungarn sprechen, ich kann nur über die Politik des Staates sprechen, und das ist ein Staat, das sehr, sehr unterschiedlich von den westlichen liberaldemokratischen Staaten ist, schon jetzt. Kann noch schlimmer werden, wenn Orban die Wahlen in 2 Wochen wieder gewinnt. Ja, ich hoffe nicht, aber die Chancen sind da. Dann wird das noch schlimmer sein. Dann geht er wieder noch weiter in die Richtung weg von der liberalen Demokratie, was er liberalen Demokratie nennt. Das ist eine Diktatur. Das war totalitären Staaten waren immer Demokratien in dem Sinne, dass sie bei den Wahlen immer diese totale Macht gewählt haben. Aber die andere Seite, die Minderheiten, hatten nicht nur nichts zu sagen, sondern waren als Staatsfeind bestimmt. Und in Ungarn ist natürlich die Sache ist nicht so schlimm, über Feinde des Staates und sowas vielleicht sprechen Sie, aber niemand wurde bisher angegriffen in einem physikalischen Sinne, niemand wurde als Oppositioneller verhaftet oder getötet wie in Russland. Aber dennoch geht in die Richtung, oder jetzt ist das eine Wende, weil der Herr Orban seine Putin-Freundschaft nicht mehr verkaufen kann. Das ist, wenn Sie wollen, dann können wir sagen, ja, wie schön, dass er das nicht mehr kann. Aber was er eigentlich machen will, das wissen wir jetzt nicht. Ebenso wenig wie das nicht wissen, was der Herr Putin machen will. Wie
wie will sich Orban jetzt einstellen? Das konnte er, das können wir noch nicht sagen, weil er konnte seine Russland-Freundschaft nicht mehr weiter treiben. Es ist mir sehr schwierig zu sagen, ich habe nichts gegen die Russen. Ich weiß nur, dass die Russen noch nie Demokratie gelernt haben. Und die Demokratie heißt nicht nur Parlament und Gesetze und weiß nicht was alles und freie Wirtschaft und so weiter, sondern Demokratie heißt eine Art von, wie soll ich sagen, Benehmen der Bevölkerung. Und davon haben die Russen leider ganz nette Leute im Durchschnitt, aber keine Ahnung, die hatten in den letzten Jahrhunderten nie eine Demokratie. Und das ist teilweise auch der Fall mit Ungarn. Ich war in der gegen kommunistische Opposition vor 89. Und einmal wollten die Leute, dass ich einen Vortrag halte, weil sie wussten, dass ich auch 2 Jahre lang in Bremen lebte und so weiter. Ich kenne mich in der Sache der Demokratie aus und habe gesagt, ja, ihr habt recht, wir müssen ein normal demokratisch gewähltes Parlament haben, wir müssen die Gesetze total ändern, wir müssen eine freie Wirtschaft einführen, aber das reicht nicht. Ja, aber so. Ja, ich stimme Ihnen völlig zu. Ich finde es auch sehr interessant. Ich meine nur, dass das Problem ja nicht nur in Ungarn oder in Russland ein Demokratieproblem ist. Und ich stimme Ihnen zu, es ist auch eine Frage der Zivilgesellschaft, der Art und Weise, wie Menschen miteinander handeln. Da ist nämlich der Staat das Instrument einer lebendigen und in sich diversen Zivilgesellschaft sein muss. Ich will nur sagen, das funktioniert ja auch im Westen nicht mehr gut. Also ich bin noch nicht mal sicher, ob der Unterschied zwischen Boris Johnson und Orban so groß ist, aber zwischen Trump und Orban war er wahrscheinlich nicht besonders groß oder Bolsonaro und alle diese Leute. Und deshalb meine ich nur, ich glaube, das Problem ist nicht eins zwischen den Staaten, die länger eine demokratische Tradition haben und denen, die es nicht haben. Ja, nee, nicht so einfach. Ein Trump ist in vieler Hinsicht war sehr ähnlich zu Orban und waren auch gute Freunde und so weiter, sind auch noch immer gute Freunde. Aber eins muss man sehen, dass die amerikanische Zivilgesellschaft konnte eine Grenze ziehen gegen die Trump-Regierung und die Arten, wie er regiert und so weiter. In Ungarn sind wir fast ohnmächtig. Und Ich glaube tatsächlich, dass das der interessante Punkt ist, weil ich vorhin gesagt habe, ich habe eine gewisse Hoffnung auf die Ermächtigung des Staates. Da verstehe ich sofort, dass Sie sagen, Frau Hust, naja, vielleicht ist es auch nicht so toll, ja, wenn du plötzlich wieder einen starken Führer hast. Das haben die in Russland zum Beispiel. Da würde ich Ihnen uneingeschränkt recht geben. Also, aber meine Deutung ist eigentlich, da bin ich gespannt, ob Herr Woider oder Sie das auch so sehen würden. Also ich glaube, das ist ein Teil des Demokratieproblems, was wir schon haben und auch das, vielleicht kann man das Staatsproblem sagen, darin liegt, dass auf der einen Seite Demokratie fast so was wie ein Allmachtsversprechen ist, nämlich im Sinne der Volkssouveränität. Alle Staatsgewalt, alle Gewalt geht vom Volke aus. Das ist was das Versprechen, jetzt können wir unsere Welt gestalten. Und dem steht gegenüber aber eine starke Ohnmachtserfahrung, ja, angesichts der Finanzmärkte, der Klimakrise, sogar Covid und so. Irgendwie hat man das Gefühl, man kann gar nichts machen. Und jetzt kommen Leute daher, wie ich schätze mal Orban vielleicht oder ich sage mal Trump oder Johnson, die versprechen eigentlich, dass wir wieder die Mächtigkeit, ich nenne das Selbstwirksamkeit, zurückkriegen. Also das war zum Beispiel der Slogan von Brexit war Take Back Control. Ab jetzt bestimmen wir wieder, wie es geht. Aber das Problem ist dann, dass das Wir in die Stimme eines Führers sozusagen transponiert wird. Ja, es ist der starke Mann, der sagt, wie es geht. Und was damit fehlt,
ist Selbstwirksamkeit im Sinne, so wie ich Resonanz verstehe, ja, dass ich meine Stimme einbringen kann, aber nicht im Sinne von, es gibt nur noch diese Stimme und alle anderen werden still gemacht, sondern sie wird ein Teil eines lebendigen, vielstimmigen Auseinandersetzung. Und ich glaube, da müsste man hinziehen. Also ein starker Staat, der auf einer starken Zivilgesellschaft beruht. Damit bin ich absolut einverstanden. Aber eins müssen Sie sehen. Im Westen, ja, über Deutschland könnte man noch stundenlang sprechen. Ich habe schlechte Erfahrungen. Die deutsche Geschichte ist ganz interessant in dieser Hinsicht, dass Deutschland musste diese totale Niederlage erfahren, damit da eine demokratische Zivilgesellschaft zustande kommen konnte. Aber ich spreche über England und Frankreich, sehr unterschiedlich, aber dennoch alte Demokratien. Aber diese Art Zivilgesellschaft, die dazu nötig ist, dass der Staat seine Grenzen wahrnehmen kann und muss, das existiert in Mitteleuropa nicht. Und da passiert etwas, ich sehe so in den meisten ehemaligen russisch-Satellitenstaaten, in Ungarn aber, die letzten 12 Jahren, seitdem der Orban an der Macht ist, wird alles zusammengeschrumpft. Ich sage nicht, dass die Zivilgesellschaft überhaupt nicht mehr existiert. Die existiert, aber diese Zivilgesellschaft wird von dem Staat nicht als etwas, womit wir ganz interessant umgehen müssen, sondern die Feinde. Sie sind unsere Feinde. Wenn Sie hier wählen in Ungarn, würden Sie jetzt diese Wahlplakaten sehen. Und das ist schrecklich, wie die Plakaten aussehen, dass die hat natürlich hat viel mehr Mittel in ihren Händen, die regierende Macht. Die meisten Plakaten sind von denen. Und es ist eindeutig, dass sie wollen der Bevölkerung beweisen, dass diese Zivilgesellschaft und diese Opposition, die jetzt auch die Macht kommen möchte, ein Feind von der ganzen Entwicklung von des Landes ist. Und da steht noch nicht, dass sie vernichtet werden müssen, aber man kann das sehr, wenn man historische Erfahrungen hat, und leider bin ich genügend alt, dass ich sehr viele Erfahrungen habe von unterschiedlichen Totalitarismen, und ich weiß ganz genau, womit beginnt das, dass die Macht, die sehr stark ist, die Zivilgesellschaft zunichte machen kann. Und ich habe Angst, wenn der Orban wieder gewinnt, dann wird sein Hauptziel sein, die Zivilgesellschaft als solche kaputt zu machen. Ich habe gesehen, Herr Rosa, Sie wollen sofort darauf antworten. Sie dürfen gerne auch dazwischen. Ja, nee, wir haben tatsächlich eine Frage aus dem Publikum, und damit das Gefühl hat, dass wir das auch sehen, und ich finde, sie passt auch ein bisschen zu dem, was wir jetzt diskutiert haben, ist nämlich die Frage, gibt es eigentlich wieder eine östliche und eine westliche Logik, wenn man sich die Covid-Krise und den Krieg anschaut und beurteilen will? Ja. Logik. Wenn ich gleich darf, ja. Ich das wäre mir gar nicht lieb. Und eigentlich, also wenn es so wäre, ja, vielleicht lasse ich mich daher sozusagen auch von Wünschen leiten, aber ich glaube nicht, dass man das als östlich und westlich beschreiben sollte. Ja, es gibt verschiedene Logiken, das glaube ich schon. Aber ich glaube, dass man beide Logiken in der ganzen Welt sehen kann. Ja, in der Ukraine zum Beispiel, da liegt noch deutlich weiter östlich als Ungarn zum Beispiel. Dort haben wir ja schon gesehen, auf dem Maidan und anderswo, und übrigens auch
auch in Belarus ne, massive diese Auseinandersetzung eigentlich ja, zwischen einer, sage ich mal, bunten, vielfältigen Zivilgesellschaft und eher einer staatlich zentrierten anderen Kraft. Und ich finde, man sieht diese andere Kraft, wir haben es gerade besprochen, im Westen auch. Und übrigens auch zum Beispiel in Brasilien mit Bolsonaro und mit Modi in Indien. Und wo sie hinschauen, glaube ich, stehen sich das gegen, ich glaube, es ist heute ein weltweites Phänomen. Es gibt zwei Weisen, ich weiß, dass das problematisch ist, ich würde Herr Wolder recht geben, man kann nicht immer gleich für die ganze Welt reden, aber ich denke irgendwie so, es gibt zwei Arten, Staat und Gesellschaft und auch die Reaktion auf Probleme zu denken. Und das eine ist tatsächlich eine bunte, vielfältige Diversität, auch lebende zivilgesellschaftliche Lösung und eine eher autoritäre. Ja, es muss eine Stimme geben, die sagt, wie es geht und diese Stimme sozusagen schließt das, die Volksgemeinschaft gegenüber anderen womöglich und lässt Fremdes auch nicht hinein. Und ich glaube, diese beiden Logiken kann man überall beobachten. Und es ist eine spannende Frage, was sich durchsetzt. Und da würde ich sagen, das Interessante, ich darf nicht so schnell reden, wenn man das übersetzen muss. Entschuldigung für die Übersetzerin. Aber ich würde sagen, die Geschichte schlägt oft interessante Haken. Ja, oft kommt das Gegenteil von dem heraus, was man wollte. Und ich glaube, was wir gerade erleben in der Ukraine, ist, so hoffe ich, der Untergang von Putin. Und ehrlich gesagt, vielleicht sogar eine Einigung Europas, weil plötzlich sind sich die europäischen Nationen, ich meine, Sie haben es gesagt, da gab es diesen Spalt zwischen den Visegrad-Staaten und den Westeuropäern, ja, und der schien sich immer weiter zu vertiefen. Und plötzlich ist dieser Spalt nicht mehr zu sehen, also jetzt gerade oder nicht mehr so groß, bis hin zur, wäre meine Hoffnung und meine Wahrnehmung. Also vielleicht geht die Stärkung der zivilgesellschaftlichen Perspektive jetzt gerade aus diesem Konflikt hervor. Und deshalb würde ich ungern sagen, ja, die im Westen sind anders als die im Osten. Das klingt ja fast wie eine Ontologisierung oder eine Ersatzontologisierung. Da ist nichts zu machen. Im Westen sind wir halt demokratisch, im Osten nicht. Und ich glaube, dass das falsch ist. Also das ist auch, das für mich auch sehr falsch, wenn wir das so sagen würden. Aber den Unterschied nicht zu sehen, dass im Westen eine Art Übung schon, ich sehe die totalitären Tendenzen auch im Westen, was Sie angesprochen haben. Daher, sowas gibt es leider auch im Westen. Aber was bei uns, was heißt bei uns in Ungarn im Augenblick? Ich sehe, neulich hat ein Freund und ein wichtiger Mann eigentlich aus der Slowakei, ein Ungar, der auch wichtige Sachen in der ungarischen Politik gemacht hat, und er hat gesagt, im Augenblick sieht es so aus, dass die von den vier Visegrad-Staaten drei eben aus Angst, dass sie wieder von dem russischen Imperium eingemeindet werden, ja, gehen in die Richtung der westlichen Demokratie, bis auf Ungarn. Und jetzt sehen wir auch, dass Ungarn total, und die ungarische Macht ist, der Macht von Orban, total unsicher geworden ist. Das ist sehr gut, das fühle ich etwas als etwas Positives. Aber wenn Sie auch mit dieser Unsicherheit doch an der Macht bleiben, dann weiß ich nicht, was daraus sein wird. Naja, das hängt auch von dem Ausgang des russisch-ukrainischen Krieges aus. Das ist sehr fantastisch, wie die Ukrainer plötzlich eine Nation geworden sind. Ja. Das meine ich mit den paradoxen Folgen. Also sozusagen der Versuch, die Ukraine zu zerstören, hat sie eigentlich erst hervorgebracht als geschlossene, starke Einheit. Ja, weil der Putin, das sage ich so in Anführungszeichen, hatte recht, dass es so eine Nation wie die Ukraine gibt es nicht. Es gibt unterschiedliche Teile von diesem Land. Es gab Galizien und Bukowina, das war ein Teil von der alten austro-ungarischen Monarchie. Es gibt die
Karpaten-Ukraine, das damals auch in der Monarchie, aber Ungarn war. Und es gibt einen Teil, der, ja gut, er kann ruhig sagen, ja, die Kiewer Russ war, ja. Und diese drei jetzt fühlen sich zusammengewachsen als eine neue ukrainische Nation und die kämpfen sehr entschieden gegen die Russen. Nicht, weil sie bisher auch eine einheitliche Nation gewesen wären, sie waren nicht, sondern weil sie nicht dulden wollen, dass ein Diktator einfach kommt und sie vernichten will. Sehe ich auch so. Und ich glaube, da liegt echt auch was Ermutigendes drin hier. Ja. Also, Herr Rosa, ich schätze Ihren Optimismus. Das war auch, glaube ich, mit ein Grund, warum wir Sie eingeladen haben, weil wir ja nun wirklich mit so vielen Krisen konfrontiert sind. Aber ich würde gerne auf eine These noch von Ihnen eingehen, die ja sehr wichtig ist. Sie reden ja oft von dem rasenden Stillstand, ne? Also diesem, dass wir eigentlich immer, immer, immer mehr tun müssen, um das zu bewahren, was wir haben. Sehen Sie aber im Moment mit den ganzen Verwerfungen, also wir haben den positiven Effekt, Ukraine wird zur Nation, der Westen wird sich wieder einiger, die NATO ist nicht mehr hirntot, sondern hat wieder einen Grund zu existieren, das könnten alles positive Dinge sein. Aber wir gucken auf eine Inflationsrate von in Deutschland 6%, in Ungarn mittlerweile 8%. Wir wissen nicht mehr, wo die Energie herkommen soll, insbesondere wenn wir sie ab morgen in Rubeln bezahlen sollen. Die Industrieproduktion bricht ein, die Lieferketten sind schon durch Corona und so weiter und so fort. Ist da vielleicht der rasende Stillstand noch eine schöne Zukunftsoption oder gucken wir eher auf den rasenden Niedergang, wenn wir es jetzt mal ganz materialistisch betrachten? Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich will diese Krisen ganz und gar nicht kleinreden. Und im Übrigen, wenn ich Optimist bin, irgendwie haben Sie recht, das ist irgendwie, ich kann gar nicht anders. Ja. Aber dann beruht mein Optimismus ganz sicher nicht auf der NATO und auf der Idee, dass wir jetzt wieder eine Phase des Kalten Krieges beginnen, ja, in dem es ganz klaren Feind gibt. Da sind Russland und China, die bekämpfen wir jetzt. Ich halte das wirklich eigentlich für den Niedergang, muss ich wirklich nochmal sagen, und das sage ich jetzt bei jeder Gelegenheit. Was ist denn das für eine Vision, dass wir ab jetzt um 180 Grad das Pendel herumlegen und dann chemische und biologische Waffen entwickeln und bei jeder Gelegenheit, also das macht mir eher Angst oder das macht mir nur Angst, ja, also auf die NATO setze ich nicht. Und tatsächlich würde ich auch sagen, dieser rasende Stillstand ist ja meine Beschreibung für eine Logik, die ökonomisch ist, aber nicht nur ökonomisch, die nämlich sagt, wir müssen jedes Jahr schneller werden, also effizienter sozusagen, mehr produzieren, Innovationen hervorbringen, uns optimieren, um das bestehende System zu erhalten, zum Beispiel Schulden zurückzuzahlen, aber überhaupt eigentlich ein kapitalistisches Wirtschaftssystem zu erhalten. Da würde ich sagen, das ist schon so. Die Kapitalakkumulationslogik verlangt jedes Jahr Steigerung, nur um das Bestehende zu erhalten. Und das Problem ist jetzt, diese Logik ist nicht außer Kraft gesetzt. Selbst wenn wir sozusagen vom rasenden Stillstand in den stillstehenden Stillstand kommen, das ist dann einfach nur die Katastrophe, ja, oder der Unfall, ja, weil wir die Steigerungsleistungen nicht mehr erzielen können. Und tatsächlich spricht einiges dafür, dass wir uns einem solchen Zustand nähern, auch aus ökologischen Gründen. Ja, die Klimakrise ist ja nicht besiegt oder bewältigt, nicht mal die Pandemiekrise. Selbst wenn wir Covid jetzt vielleicht irgendwie in den Griff kriegen, dann kommt wahrscheinlich über kurz oder lang ein anderer Virus. Wenn ich trotzdem Optimist bin, dann nicht, weil sich dieses System schon wieder herstellen oder erhalten wird, sondern weil ich glaube, wir machen gerade die Erfahrung, lassen Sie mich das noch ganz kurz ausführen, dass es sozusagen etwas jenseits dieses Systems gibt, dass es möglich wäre, durch gemeinsames Handeln Welt auch zu verändern, vielleicht zum Positiven zu verändern. Weil die Kräfte dazu. Ja, aber darf ich, ja, wie gesagt, ich bin Optimist. Also ich habe etwas Interessantes beobachtet. 2008 gab die, ich weiß nicht, das ist heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das war ökonomisch gesehen ziemlich dramatisch, als die Lehman Brothers Bank zusammenfiel und so weiter. Und da war die Rede davon, dass wir die Bank retten müssen, entgegen eigentlich der ökonomischen Logik, weil wenn ein Unternehmen pleite ist, ist es halt pleite. Plötzlich wurden Unmengen an Staatsgeldern eingesetzt, weil es hieß immer systemnotwendig war. Ne? Also die Lehman Brothers Bank ist systemnotwendig, deshalb müssen wir sie erhalten.
Jetzt in der Covid-Krise war plötzlich auch von systemnotwendigen, von systemerhaltenden Dingen die Reden, die erhalten werden müssen. Aber plötzlich waren es ganz andere. Das System, das 2008 zu erhalten war, war der Finanzmarkt, ne, kapitalistische Steigerungslogik. In der Covid-Krise haben wir plötzlich gesehen, nee, systemnotwendig sozusagen sind die Krankenpflegenden, ja, die medizinischen Systeme und die Nahrungsmittel und solche Dinge. Ja. Und jetzt sehen wir es auch im Krieg. Die Behausung ist wichtig, ja, dass Flüchtende zum Beispiel ein Dach über dem Kopf haben und Kleidung haben. Das System ist plötzlich nicht mehr das Steigerungssystem der Finanzmärkte, sondern das menschliche Leben. Und meine Hoffnung ist, ich bin schon wieder so schnell, sorry. Meine Hoffnung ist, dass wir aus dieser Erfahrung die Kraft ziehen, die anstehenden Krisen zu bewältigen und aus diesem System des rasenden Stillstands hinauszukommen. So, wie ich sehe, Sie meinen, dass wir aus dieser Krise dadurch rauskommen können, dass wir eine Gesellschaft wiederherstellen könnten, wo die wichtigsten menschlichen Bedürfnisse wirklich Bedürfnissen wirklich folgen können. Ich hoffe sehr, dass Sie recht haben. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es nur einige Worte und dann ist alles vorbei. Und wenn alles vorbei ist, Putin ist vorbei, ja, wie schön wäre. Und Covid ist vorbei, dann können wir weiter diese Wachstumstrend weitermachen, die eine Katastrophe ist, die Politiker nicht meinen, dass es wirklich das Ende des menschlichen Lebens an der Erde wäre, wenn wir diese Wachstumssache weiter so machen würden. Darüber sprechen kluge und interessante Soziologen und Politologen und alles Mögliche. Intellektuellen, aber in der Politik nur Worte. Ja, aber ich stimme Ihnen absolut zu. Da bin ich auch sozusagen, da bin ich sogar wieder ein bisschen weniger optimistisch, weil ich hatte das schon am Beginn der Corona-Krise gesagt, ja, dass möglicherweise das die Krise ist, aus der wir Kraft ziehen, uns auch zu ändern. Und es ist genau das passiert, was Sie sagen. Ja, eigentlich sehen wir, dass wir so schnell wie möglich dahin zurück wollen, wo wir waren. Aber deshalb habe ich meine Diagnose jetzt geändert. Ich würde sagen, ich glaube, man braucht einen längerfristigen Horizont. Weil wenn du in einer Krise bist, egal wie die aussieht, sage ich mal, wenn zum Beispiel ein Haus brennt, ja, dann will ich es erst einmal löschen. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich ein Haus zu nah am Wasser gebaut habe und die Flut kommt, das Wasser steigt, dann versuche ich irgendwie einen Damm zu bauen und das Wasser abzupumpen, um das Haus zu retten. Und übrigens auch, wenn ich krank bin, ja, wenn ich eine bestimmte, sagen wir mal, ich rauche zu viel oder ich trinke zu viel, ich werde krank, dann will ich gesund werden. Und deshalb glaube ich, in der Krise ist es normal, so schnell wie möglich in den alten Zustand zurückzukommen. Aber dann fange ich an, darüber nachzudenken, ob ich vielleicht mein Leben ändern sollte. Ja, also was weiß ich, vielleicht weniger Alkohol. Sie und ich, auch die an die Macht kommen, denken so. Oder können Sie sich vorstellen, dass in Westeuropa kann ich mir das vorstellen, dass die Zivilgesellschaft erreicht, dass die Politik diese ganze kritische Phase der Menschheitsentwicklung ernst nimmt. Aber hier bei uns, naja, dann bin ich nicht so sehr optimistisch. Also ich glaube, die Antwort auf diese... Ich spreche jetzt nicht über Ungarn, wen interessiert dieses kleine Land. Aber, Evelyn auch, aber sie auch. Aber ich sage, dass der größte Teil der Welt ist nicht liberale Demokratie, auch wenn zum Beispiel Indien... Frau Hust, könnte sie darüber was sagen? Ich nicht, weil ich nie in Indien war. Aber Indien zeigt sich in der Politik auch demokratisch. Ja. Aber ob das wirklich eine
Demokratie ist eine Liberation. Das glaube ich nicht so sehr. Also halt vor allem China. China dürfen wir auch nicht vergessen. Nein. Ich glaube übrigens auch. Aber das ist, also ich muss zugeben, ich hatte mich auch in Putin getäuscht. Ich hätte gedacht, er wird niemals in die Ukraine einmarschieren. Und er hat es doch gemacht. Ja. Aber wenn es Hoffnung geben soll für die Welt, glaube ich, dann können wir das nicht gegen China machen. Also langfristig muss es irgendwie möglich sein, auch mit China und Indien zusammenzuarbeiten. Wir dürfen uns in Europa auch nicht überschätzen. Europa ist klein. Ja. Wir sind eine Provinz. Auch als die EU hätten wir vielleicht noch ein gewisses Gewicht, aber wir können uns ja nicht einigen in der EU. Also insofern haben Sie recht, es gibt auch gute Gründe für Pessimismus. Aber ich finde, als Soziologe mit einem gewissen historischen Interesse würde ich sagen, die großen Umschwünge, so etwas wie, also zum Beispiel die Moderne, ist ja nicht herbeigekommen, weil das eine bewusste politische Entscheidung war. Die ist weder durch das Zivilgesellschaft noch durch die Führer gekommen, sondern eigentlich hinter dem Rücken der Akteure. Und deshalb glaube ich, und es gibt zum Beispiel interessante Überlegungen, die sagen, das, was wir heute als Moderne verstehen, Aufklärung und diese ganzen Sachen, hängt zusammen mit der Pest, mit der Erfahrung der Pest 300 oder 400 Jahre früher, ne, um 1300. Sicher. Und deshalb glaube ich, dass aus den jetzigen Erfahrungen sich auch Dinge entwickeln werden, die wir vielleicht noch gar nicht sehen. Das ist dann aber sozusagen die schwächste Form von Optimismus. Naja, ich hoffe, dass Sie recht haben, aber ich werde das nicht mehr erleben, nicht wegen Putin, das könnte auch sein, aber wegen meines Alters. Ich weiß nicht, ob wir noch Energie für eine letzte Frage haben, die allerdings sehr umfassend sein könnte. Die Frage ist, was meinen Sie, was bedeutet eine neue Normalität, die aus diesen Krisen hervorgehen könnte? Ich vermute, gefragt ist, wie könnte diese neue Normalität aussehen? Ja, fangen Sie gerne Sie her, Wolter. Nee, sagen Sie. Ja, die Frage ist natürlich schwierig. Also wie gesagt, also meine als Soziologe lautete meine Diagnose mindestens bis zur Corona-Krise, aber ich glaube, ich würde sie auch für die Ukraine-Krise benutzen. Da lautete die Einsicht, wir sind in einer Krisenphase, das war ja ganz klar. Ich glaube, ich meine, die Corona-Krise war noch dichter an unserem Körper als jetzt die Ukraine-Krise, in der wir die Hoffnung haben, so schnell wie möglich zur alten Normalität zurückzukehren. Aber wenn wir genau darüber nachdenken, stellen wir fest, diese alte Normalität war schon sehr ungesund oder unnormal. Ja, eindeutig. Ja, genau. Sie war ökologisch schädlich. Ja, wir haben zerstören die Natur. Sie war auch psychologisch schädlich. Sie macht Menschen zu Wutbürgern, die dann populistische oder autoritäre Führer wären Burnout oder Psychokrisen kriegen. Sie war in allen möglichen Hinsichten, sie war politisch, ökonomisch, psychologisch unnormal. Und deshalb kann eine Krisensituation die Chance sein, nicht einfach so schnell wie möglich in die alte Normalität zurückzukehren, sondern über eine andere Form des Lebens nachzudenken. Und dazu gehört, ich glaube, Herr Woider hat es vorhin auch angesprochen, was eigentlich in der marxistischen Tradition, bei Marcuse zum Beispiel, ich denke eher an die kritische Theorie, Pazifizierung der Existenz hieß, ja, dass es möglich sein muss, eine Form des Lebens zu entwickeln, in der der tägliche Überlebenskampf, der ökonomische oder der andere Konkurrenzkampf, befriedet werden kann, was nicht heißt, dass es keinen Markt oder so etwas geben muss, aber dass wir nicht jedes Jahr schneller laufen müssen, weil wir die Angst haben, keinen Platz in dieser Gesellschaft zu haben, in der jede Differenz als Problem erscheint. Ich glaube, Menschen in Ungarn und in Deutschland und in Indien träumen von einer Form des Lebens, die ich mit dem Begriff der Resonanz, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber ich habe eine Vision einer neuen Normalität, die sagt, Leben in Resonanzbeziehungen. Und der Unterschied ist, dass das gegenwärtige Normalität kapitalistisch dominiert, besteht darin, dass ich Dinge beherrschen muss, optimieren muss, ja, mich durchsetzen muss gegen andere und so weiter. Und demgegenüber schwebt mir eine gesellschaftliche, eine Lebensform vor,
die Resonanzbeziehungen entwickelt, die Stimme des anderen, der anders glaubt oder anders liebt oder anders aussieht oder anders lebt, das ist für mich ein Gegenüber, mit dem ich in eine Beziehung des Hörens und Antwortens trete. Und die gleiche Beziehung kann ich zur Natur entwickeln. Nicht ich beherrsche die Natur oder die Natur beherrscht mich, sondern es ist eine wechselseitige Transformation auch und eine Resonanz zur Geschichte. Ja, wir machen nicht alles anders, wie es der Geschichte war. Wir machen auch nicht alles so, wie es schon immer war, sondern wir hören und antworten. Und daraus entwickelt sich ein Sinn für die Zukunft. Ich nenne das Resonanz zwischen Geschichte und Zukunft. Und meine Idee ist also eine andere Normalität, die als die zuhörende Resonanzgesellschaft zu beschreiben ist. Dass das sehr utopisch ist, ist mir auch klar. Ja, ja, sehr utopisch. Aber ohne Utopien können wir gar nicht leben. Das ist wahr, das wussten wir immer schon. Seitdem wir in der Moderne leben, weil früher gab es keine Utopien. Utopien kamen zustande durch die Moderne, wo immer das Gefühl hatten, dass wir die ganze Macht in unserer Hand haben, unsere Zukunft zu planen oder unsere Zukunft zu gestalten. Damit bin ich einverstanden, dass diese Utopien sehr wichtig sind und dass solche Utopien auch verbreitet werden müssen. Aber die Frage war jetzt etwas Konkretes. Und können Sie sich vorstellen, dass nach dem Ende des Krieges und nach dem Ende der Seuche die Menschen sich ganz anders verhalten werden als bisher? Sie wollen zurück, sie wollen diese Schönheit ihres Lebens wiederherstellen und werden weniger denken als bisher. Na, da ich bin ein Pessimist, Sie sind ein Optimist. Dystopie ist ebenso wenig akzeptabel wie eine Utopie in der Wirklichkeit. Utopien sind schön und wichtig, Dystopien sind nicht schön und unwichtig. Man darf auch ein Pessimist sein. Also ich meine, ich glaube, eine Mittellösung, bei der wir uns vielleicht treffen könnten, auch wenn sie nicht so schön ist, ist zu sagen, wenn die Krisen schwer genug werden, dass es keinen Rückweg zum alten Normalität gibt, dann wird sich notgedrungen eine neue Normalität entwickeln. Ja, das ist was anderes. Das sehen wir noch nicht. Aber ja, genau. Vielleicht, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir unterhalten uns jetzt eine Stunde und irgendwie finde ich diese Idee mit einem Ausblick auf eine Utopie und eine Dystopie und vielleicht der Synthese zu enden. Ich würde da gerne zurückblicken. Wir hatten tatsächlich im letzten Jahr im Herbst einen antidystopischen Kongress veranstaltet, aus der Überlegung heraus, dass vielleicht die Zeit für Utopien tatsächlich auch vorbei ist, weil sie vielleicht ein Ideal vorgeben, von dem wir ja wissen, dass wir es nicht erreichen können. Die Dystopie einen aber irgendwie so deprimiert und ja die Frage ist, wir wollen ja eine bessere Zukunft haben. Und da fand ich diese Antidystopie, also wir wissen, dass es schlecht ist und wir es wahrscheinlich uns bemühen können, es in diesem Schlechten aber dann doch so gut zu machen, wie wir können. Und möglichst besser. Vielleicht könnten wir damit enden. Darauf können wir uns einlassen. Ja. Und genau, überlegen uns, was könnte denn diese Nicht- oder Gegendystopie sein? Und vielleicht haben wir ja die Gelegenheit, in einem Jahr spätestens uns das nochmal anzuschauen. Ich würde mich freuen, über die Gelegenheit mal nach Budapest zu kommen. Ja, es ist schon ein Unterschied, wenn man so ein Gefühl bekommt. Auf jeden Fall. Von einem Land. Ich bedanke mich ganz herzlich, also bei Ihnen, Herrn Rosa, aus dem Schwarzwald, bei Herrn Reuder hier aus Budapest und natürlich bei unserem Publikum.
Ich bedanke mich sehr bei unseren Übersetzerinnen und beim Übersetzer. Ich glaube, das war nicht einfach. Ich hoffe, dass diejenigen, die der Debatte auf Ungarisch folgen mussten, sage ich jetzt in dem Fall, trotzdem genug mitnehmen konnten. Ansonsten lernen Sie Deutsch. In diesem Sinne, schönen Abend. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.